Herzlich willkommen zum MFG 23 Blitzinterview. Heute direkt aus dem Germeringer Proberaum. Hier besucht uns heute ein Mann in wichtiger Mission. Ohne dessen Mithilfe und Wissen brauchst du eigentlich heutzutage kein Festzelt mehr auf der Wiesesteller. Und bei dem Termin heute Abend ist unter anderem unsere Lisa Schlichterle Gastgeber. Hi Lisa. Hi Chris. Grüß dich. Lisa, du spielst bei uns nicht nur Trompete, sondern du bist auch im Festausschuss für 66. Bezirksmusikfest aktiv. Für welchen Bereich bist du zuständig? Ich bin im Team Verwaltung und bin somit zuständig für die gesamte Organisation im Hintergrund von unserem Fest. Okay, das heißt Sicherheitsfragen, Kommunikation mit Ämtern wahrscheinlich, oder? Ganz genau. Alles in die Richtung. Erzähl ein bisschen was über die Arbeit mit. Ja, also es klingt jetzt nach außen vielleicht immer erstmal ein bisschen trocken oder langweilig, aber das ist genau mein Ding mit Behördengenehmigungen und für all das bin ich zuständig. Ich kenne sie auch aus meinem Job in der Gemeinde. Okay. Und genau, ganz wichtig ist halt da einfach wirklich die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt, Polizei, Gemeinde. Da war ich jetzt auch letztens mit der Dani zusammen auf einer Veranstaltung, auf so einer Infoveranstaltung in Marktoberdorf. Da konnten wir wirklich noch ganz viel mitnehmen dazu. Okay. Thema war neue Richtlinien für Großveranstaltungen, sowas in die Richtung, oder? Genau, einfach Sicherheit bei Festen, dass man die sicher durchführen und planen kann. Okay. Lisa, jetzt denkt man sich ja so als fröhlicher Musikant, hurra, Musikfest, Friede, Freude, Eierkuchen, da braucht's noch nichts. Und jetzt bist du auch eine fröhliche Musikantin. Aber wenn man nach so einem Vortrag dann heimfährt, geht man dann mit einem anderen Respekt auf ein Großkonzert, auf ein Bierzeltfest, sieht man das dann mit anderen Augen. Absolut. Also ich habe zwar, wie gesagt, über die Gemeinde schon so ein bisschen Einblicke bekommen so, zu Veranstaltungssicherheit, aber wenn man dann wirklich Vorträge hört von einem Polizisten oder so, der wirklich immer aktiv unterwegs ist, auch bei solchen Festen, da wird es einem wirklich nochmal bewusst, was man da im Hintergrund alles leisten muss, dass das Fest für alle am Ende dann auch sicher abläuft. Okay, du weißt dann einfach, was alles hinter dran hängt. Genau, was Ja. da alles dahinter steckt, ja. Okay. Lisa, ist dir schon mal irgendwas passiert bei einem Musikfest oder bei sonst einer Party? Zum Glück nicht, und ich hoffe, das bleibt auch so. Okay. Kennst du jemand, dem beim Futgau schon mal irgendwas passiert ist? Oder weißt du von irgendeiner Veranstaltung, wo was nicht so schön ausgelaufen ist? Also habe ich jetzt auch so im Bekanntenkreis nichts Größeres mitbekommen, aber gerade im Internet, man liest halt doch immer wieder die verschiedensten Sachen, wenn was passiert. Ja, Ja. okay. Braucht man nicht. Brauchen wir wirklich nicht, nein. Braucht man nicht. Damit also hinterher nicht das böse Erwachen kommt, was braucht man deswegen? Wir brauchen auf jeden Fall Versicherungen. Für unser Musikfest ist das ganz wichtig. Also einmal Haftpflicht und auch, dass unsere ganzen Helfer versichert sind, ist natürlich auch wichtig vom Aufbau bis zum Abbau. Und deswegen haben wir eben heute im Proberaum hier einen Termin mit einem Fachmann für Versicherungen für Großveranstaltungen. Alles klar. Ja. Lisa, der Termin startet gleich. Wir haben es auch gleich. Eine Frage noch, wenn wir demnächst versicherungstechnisch safe sind, worauf bist du am meisten gespannt, wenn du ans Musikfest denkst? Worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich einfach riesig auf, ich sage mal, auf mein erstes Musikfest in Germeringen, wo ich jetzt wirklich miterlebe, das letzte 2003, da war ich noch ein bisschen zu jung. Ja, ich freue mich auf super Stimmung, auf gutes Wetter. Ich freue mich riesig. Okay, Ja. Lisa, vielen Dank für dein MFG 23 Blitzinterview. Ja. Du kriegst auch noch einen Stempel von mir. Dass das schon mal erledigt ist. Ja. Vielen Dank, Lisa. Bis zum nächsten Mal.